Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Genialico-Vlog. Mein Name ist Michael Müller. Und mein Name ist Alexandra Aldinger. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema, wie ich finde. Ja, es geht um Lerntypen. Um verschiedene, sag mal Alexandra, was sind denn eigentlich verschiedene Lerntypen? Lerntypen ist eigentlich ganz einfach, weil wir nehmen ja alle Informationen über verschiedene Sinneskanäle wahr. Echt? Das heißt, ich kann sie entweder sehen, ich kann was hören, ich kann was fühlen, ich kann was schmecken und ich kann auch was riechen. Das sind die Sinneskanäle und so sind auch die Lernkanäle. Das heißt, auch da kann ich feststellen, wie nehme ich denn Lernthemen am liebsten auf? Bei manchen ist es, dass sie dann einen bestimmten Kanal bevorzugen. Mhm. Und bei uns sind die Lerntypen ganz wichtige Lernerfolgsfaktoren. Die sind sozusagen ein Zahnrad im Lernprozess. Ein Teil davon und wichtig. Echt? Mhm. Nicht für alles, allumfänglich, sondern ein Teil davon. Also Lerntyperkennung ist wichtig, um zu wissen, was fällt mir leicht. Wenn ich jetzt so an mich denke, ne? Ja, glaube ich, dass ich so eher der kinästhetische Typ bin. Ja? Genau, weißt du? Wir schauen ja auf drei Kanäle, das heißt aufs Sehen, visuell, aufs Hören, auditiv und aufs Fühlen und Bewegen, aufs Kinästhetische. Genau. Und bei dir war es der kinästhetische Kanal. Ja, das heißt, ich muss alles begreifen. Ja, tatsächlich begreifen, so wie die Handbewegung. Ich muss alle Dinge anfassen können. Ich muss sie wahrlich in Augenschein nehmen. Ich muss sie wahrlich auch berühren können. Und Dinge und Inhalte, Lernthemen, die dürfen mich wirklich emotional berühren. Erst dann kann ich sie richtig aufnehmen und lerne sie dann. Weißt du? Wie ist es bei dir? Bei mir ist es mehr visuell. Also, was heißt das? Visuell sind alle die gerne mit Bildern lernen, Skizzen lernen, Mindmap lernen, sich Sachen gerne rausschreiben, bunt markieren. Mhm. Und die lernen sehr leicht durch und Assoziationen gerne bilden. Also das ist für mich wichtig. Wobei bei meinem zweiten Kanal ist der kinästhetische. Das heißt, dann habe ich das Gleiche wie bei dir. Also es gibt auch Mischformen und es ist wirklich spannend, was man da alles ablesen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ich habe ja eben erzählt, meiner ist der kinästhetische Kanal. Wenn ich den benutze, dann lerne ich viel einfacher. Stimmt doch, oder? Ja, und es macht auch Spaß. Also der Zugang ist einfacher, es ist für dich einfach aufzunehmen und es macht dir sichtlich Spaß. Und es gibt so viele verschiedene Lernstrategien und ganz viele auch für dich. Echt? Auch für mich? Für den kinästhetischen Lernkanal, genau. Ja, was ich super spannend finde, wir haben ja in den letzten Jahren sehr bei allen leserechtschreibschwachen Kindern, angeblich leserechtschreibschwachen Kindern, und Legasthenikern festgestellt, die verwenden zum Schreiben, weil ich kann auch noch feststellen, dass manche Kinder oder Erwachsene einen bestimmten Kanal nur in einem Fach bevorzugen oder trainiert haben. Und bei Legasthenikern und leserechtschreibschwachen Kindern stellen wir fest, dass die immer versuchen, übers Hören zu schreiben. Das heißt, die versuchen rauszuhören, wie ich ein Wort schreibe. Das kann ich im Deutschen schon sehr schlecht. Da höre ich sehr oft nicht das IE oder CK oder H. Erst wenn Dialekt, wir, ne? Genau. Wenn wir Dialekt sprechen, noch viel weniger. Und in Fremdsprachen hört es dann ganz auf. Also da ist die auditive Strategie, also über Hören zu schreiben, absolut sinnlos und macht nur schwer. Das ganze Lernen schwer, das Rechtschreiben schwer und fehlerhaft vor allen Dingen. Und da ist es auch, das sieht man zum Beispiel auch beim Lippenbewegen. Die Legastheniker und die Leserechtschreibschwachen, stocken sie oft mitten im Wort, überlegen und beim Überlegen bewegen sie die Lippen. Das heißt, sie sprechen, also auch Sprechen ist auditiver Kanal. Und da ist es ein einfaches, es ist so simpel, den visuellen Kanal zu trainieren fürs Rechtschreiben. Es ist wirklich einfach. Das heißt, wenn Sie den mehr trainieren würden, wenn Sie den gut trainiert hätten, könnten Sie auch gut rechtschreiben. Ja, ziemlich schnell und ziemlich einfach. Auch gut lesen, ne? Lesen auch, deutlich schneller. Beim Lesen haben Sie ja das Problem, dass die wirklich Buchstabe für Buchstabe lesen, sich sehr aufs Lesen konzentrieren müssen und dadurch den Textinhalt überhaupt nicht so leicht begreifen. Manchmal gar nicht und manchmal nur sehr schlecht. Das ist dann, dass ich nicht nur ein Thema in Deutsch habe, sondern in jedem anderen Fach auch, wo ich lesen muss. Und selbst in Mathe, wo ich Textaufgaben lesen muss, haben die ein Problem. Da haben sie ein Thema damit. Und sobald es trainiert ist auf visuell,
Ist es gut? Ja, es ist wichtig, den eigenen Lerndruck zu wissen und auch ihn zu trainieren, denn dann habe ich viel mehr Spaß und kann richtig schön und toll lernen. Und das Können ist nachhaltig und ist effektiv. Stimmt's? Genau. Ja. Und wie man den Lerntyp feststellt, es gibt viele verschiedene Art und Weisen. Wir sagen sogar an Signalwörtern oder an Kleidung. Das erwähnen wir bestimmt mal später. Jetzt stellen Sie doch einfach mal selber Ihren Lerntyp fest. Sie finden auf unserer Homepage unter der eingeblendeten Adresse einen kostenfreien Lerntyp-Test zum Download, den auch wir verwenden, einer genau. von verschiedenen. Und ja, probieren Sie es doch einfach mal aus. Schauen Sie, welcher Lerntyp. Seien Sie dabei. Und denken Sie immer daran, erfolgreich lernen. Ich bin dann mal schlau. Tschüss.